Ja, schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Fangen wir pünktlich um 9 an. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das war schon immer so. Ich habe ein knackiges Programm mit Ihnen vor. Sie müssen nicht viel machen. Ich erzähle hier, wenn Sie Fragen haben, heben Sie einfach die Hand und dann antworte ich gern darauf. Aber ich habe so viele Folien, dass man mich schon angerufen hat, ob ich das in 45 Minuten schaffe. Wir werden sehen, wie weit ich komme. Thema ist heute Social Media. Welche Geschäftsmodelle funktionieren, welche funktionieren nicht? Sie haben ja im ersten Bild gesehen, ich war Referent im Social Media Sommercamp dieses Jahr. Dort sind die besten 15 Social Media Artisten, sage ich jetzt mal, eingeladen worden, um dort zu referieren. Ich war der Einzige, der wirklich eigentlich mit Social Media klassisch nicht aufgewachsen bin. Alles andere waren Studierte, die sich ausschließlich ihr Leben lang damit beschäftigen. Ich habe mich wie Sie mein Leben lang eigentlich nur mit Versicherung beschäftigt. Ich bin nämlich auch Versicherungsmakler, genau wie Sie auch. Ein paar Punkte zu meinem Werdegang, sage ich mal, was ich mache. Ich bin 30 Jahre im Vertrieb. Ich bin Spezialist 2.0. Was heißt das, wer es nicht weiß? Also offline und online, das ist 2.0. Und ich bin Verkaufspsychologik-Profi, das habe ich mir in früheren Jahren schon angeeignet, habe ein eigenes Programm im Internet dafür, aber das ist heute nicht unser Thema. Was erwartet Sie in diesem Vortrag? Also Social Media ist eine Strategie, es ist kein Businessmodell. Das verwechseln leider die meisten, die sagen, okay, ich mache ein bisschen Social Media und dann mache ich auch Geschäfte. Das kann ich Ihnen direkt sagen, das funktioniert leider so nicht. Wie es funktioniert, zeige ich Ihnen nachher. Halt, so schnell. Es gibt einige Wege, wie Ihr Modell funktionieren kann als Versicherungsmakler. Versicherung, muss ich Ihnen nicht viel zu erzählen, ist ein negativ besetzter Begriff. Da braucht man ein bisschen Vorlaufzeit. Da kann man nicht schnell mit ein paar Postings und ein paar Diskussionen die Kunden dazu begeistern, dass sie einen hinterherrennen. Warum sollten Sie sich sozial und nicht medial verhalten? Das ist einer der größten Fehler, den die allermeisten machen in dem Bereich. Sie posten, was das Zeug hält und Link hier und da was rein. Das funktioniert nicht. Das vor 15 Jahren vielleicht, aber heute geht es leider nicht mehr. Und ich werde Ihnen 6 Strategien mit auf den Weg geben, plus ein Wort, was ich kreiert habe, intimes Werben. Was das bedeutet, zeige ich Ihnen nachher. Das ist ja ein Vortrag, den ich in diesem Camp gehalten habe. Da gab es massige Umfrage, da waren 1200 Teilnehmer. Und es ging eigentlich immer um das Gleiche, um Social Media, was will ich damit überhaupt erreichen? Aufmerksamkeit, Kundenbindung und Pflege kann Thema sein. Kann ja sein, ich war auch in Fulda, habe ich einen Vortrag gehalten, da haben mir viele Leute gesagt, dass sie gar keine Neukunden gewinnen wollen, sondern sie wollen eigentlich nur ihre Bestandskunden halten. Okay, fand ich einen guten Ansatz, ist mir so gar nicht so aufgekommen, gedanklich, aber ist natürlich, wenn man einen großen Bestand hat, geht es ja erstmal auch um die Erhaltung. Mehr Umsatz, höherer Bekanntheitsgrad, Imagepflege und. Alle wollen mitmachen und wenige wissen es, wie es wirklich funktioniert. Was werden Sie nachher mitnehmen, wenn Sie hier rausgehen? Sie werden wahrscheinlich zu der Erkenntnis kommen, zu der ersten, dass Sie den ersten Schritt im Social-Media-Bereich schon falsch angegangen sind. Ich sage Ihnen auch, warum das so ist. Und ich habe da provokant extra für die Versicherungsmakler reingeschrieben, haben Sie denn schon den ersten Schritt gemacht? Denn ich weiß von vielen, dass das wirklich ein Thema ist, wo sich viele Leute nicht rantrauen, weil sie sagen, ach ja, weiß ich nicht, ob das funktioniert und nachher kommt da ein Shitstorm auf. So weit sind Sie ja noch gar nicht. Wenn Sie Red Bull sind, Coca-Cola, dann haben Sie vielleicht einen Shitstorm. Oder Vodafone, wenn mal in Rating wieder nicht die Handys funktionieren, dann kriegen die einen Shitstorm. Aber Sie kriegen keinen Shitstorm, da brauchen Sie keine Angst haben. Sie kriegen 6 erfolgsversprechende Strategien mit auf den Weg nachher. Und suchen Sie sich 1, 2 machbare aus. Tun Sie mir einen Gefallen, wenn Sie alle 6 sich toll finden, sind alle gut, dann sind Sie die nächsten 2 Jahre beschäftigt. Das wird nicht funktionieren. Suchen Sie sich eine aus, wo Sie sich erstmal wiederfinden. Das ein bisschen testen, ein bisschen reinriechen in die Materie. Es gibt eine bekannte Umfrage, da wurden Unternehmen gefragt, die weniger als 100 Mitarbeiter haben. Ich denke mal, das trifft hier für die meisten zu, was sie so in Zukunft planen im Social-Media-Bereich.
Und interessanterweise schreiben dann die meisten, dass sie bei YouTube was machen wollen. Auch das ist Social Media. Auch wenn Sie ein Video reinstellen, ist Social Media. Hat nichts mit Internetmarketing zu tun. Nur nochmal für die Leute, die sagen, ich möchte hier heute Internetmarketing was hören, wir machen nur Social Media. Das ist die ARD ZDF Online Studio, brandfrisch ist die gerade gekommen fürs Jahr 2014, aktuell. Das ist soweit interessant, weil Sie sehen hier, die Frage ist, wer einen Internetzugang hat. Und wenn man immer hört, ja, meine Kunden, die sind alle schon so alt. Ne? Sie sehen, schauen Sie sich diese Zahlen hier an. Ne? Die ab 70-Jährigen sind mit 94% dabei. Alle sind im Netz, auch die Älteren. Bei Facebook ist die über 50-Jährige die Gruppe, die stärkst wachsende, und die unter 20-Jährige die stark am Abnehmende. Die hauen wir nämlich alle ab, die Jungen, weil wir da jetzt alle sind. Das ist, da haben die keinen Bock drauf, dass jetzt Väter und Mütter da alle rumhängen. Die sind jetzt alle bei hipperen Veranstaltungen. Ne? Pinterest, Tumblr und was da alles gibt. Hier geht es darum, bei der Umfrage zwischen 1997 und 2014, übrigens, die können Sie kostenlos abrufen. Wollen Sie nur googeln, dann haben Sie die auch bei sich und können sich nochmal in Ruhe angucken. Ich habe jetzt nur ein paar Folien rausgesucht. Auch hier geht es darum, die gelegentliche Nutzung in Prozent, und da sieht man halt einfach, wie das angestiegen ist in den letzten Jahren. Und mir kann keiner erzählen, und da sind die Versicherungsmakler ganz groß, das weiß ich aus vielen Gesprächen, dass sie immer sagen, meine Zielgruppe ist aber nicht im Netz. Weil Sie auch nicht da sind. Aber Ihre Zielgruppe ist schon da und wartet vielleicht schon auf Sie. Letzte Folie, ich will jetzt auch nicht langweilen damit, mit zu viel Kram hier, aber es ist vielleicht wichtig, um ein bisschen Verständnis da reinzubringen. Hier geht es zum Beispiel darum, was machen die Leute denn da, die ab 70- oder ab 50-Jährigen hauptsächlich. Also aktuelle Nachrichten, Suchmaschinen, ne, da werden sie gefunden, wenn man sie dann im Netz finden könnte. Das ist ja bei, ich habe ein paar Makler im Einzelcoaching mittlerweile, die gucken mich dann immer an und sagen immer, wieso werde ich nicht gefunden im Netz? Das liegt an verschiedenen Faktoren, die wir jetzt hier nicht näher erläutern wollen. Ganz interessant, auch hier ist, das sind die Versicherungsgesellschaften, die Assekuranz, wie die sich bewegt im Netz. Also die Gesellschaften, die draußen stehen, da sehen Sie halt hier, Facebook, 2,3 Millionen Fans hat die Assekuranz. Das sind nicht nur Versicherungsmakler, das sind auch Kunden von Ihnen wahrscheinlich bei. Bei Google Plus sind es 60.000, aber Sie sehen einfach diese Zahlen, das ist 2013 bis 2014 und 2012 war es natürlich deutlich weniger. Sie sehen, der Markt ist in Bewegung und alle tendieren in diese Richtung. Social Media ist viel. Ich habe nur eine ganz kleine Auswahl genommen, ich will mich aber eigentlich nur beschränken. Sie kennen alle diese Themen hier, klar, das ist ja bekannt, aber haben Sie schon mal mit Forenmarketing beschäftigt? Amazon bietet eine sensationelle Social-Media-Plattform an. Da tummeln sich unheimlich viele Leute, die sich für Versicherungen interessieren. Das Gleiche gibt es bei Skype, gibt es eine wunderbare Strategie. Wikipedia-Marketing, da können Sie zum Beispiel Ihre Artikel kostenlos reinstellen. Wikipedia ist nichts anderes als ein Nachschlagewerk. Sie sind alles Experten, Sie können was, Sie haben was drauf, Sie haben was gelernt. Geben Sie Ihr Bestes da rein. Ein Artikel über, von mir aus, volle Industrieversicherung, wenn Sie da Spezialist sind. Machen Sie es. Die Leute lesen das, kommen auf Ihre Seiten und besuchen Sie, weil Experten werden gesucht. Ich habe Ihnen mal ganz wichtig mitgebracht, was Social Media eigentlich bedeutet. Bei Wikipedia steht drin, ich möchte mich nur auf die dunklen Wörter einschießen, sie sollen Menschen ermöglichen, also Nutzern, sich untereinander auszutauschen. Untereinander. Ja, da geht es nicht darum, dass die Leute ihren Artikel lesen, sondern die sollen da was machen mit. Die sollen mit ihnen diskutieren, die sollen sie ansprechen und sollen ihnen ruhig schreiben, ey, der ist doch Murks, der Artikel. Seien Sie froh, dass Ihnen da jemand schreibt. Mit denen können Sie diskutieren. Okay, kommen wir zum ersten Fehler, den die meisten machen. Die meisten von Ihnen, den Fehler habe ich vor 5 Jahren auch gemacht, als ich in den Markt eingestiegen bin, die stellen sich eine Frage, in welchem Social-Media-Kanal soll ich mitmachen? Und wenn ich jetzt einige sicher, die gucken mich alle jetzt an und sagen, okay, was meinten die damit? Sie alle sind wahrscheinlich bei Sing, der eine oder andere wird von Ihnen einen Facebook-Account haben, vielleicht sind Sie auch noch bei Google+, Plus, weil Sie ein Google-Konto haben, dann kriegen Sie das kostenlos mit oben drauf. Aber ich meine jetzt auch hier Blogs, Foren,
nicht nur die bekannten Sachen. Und wenn Sie sich diese Frage stellen von Anfang an, machen Sie entscheidend Fehler. Weil natürlich sind Kunden von Ihnen auf Xing. Das ist schon klar. Aber um eine Zielgruppe, die Sie vielleicht zu erreichen. Ich habe einen Makler, der hat sich nur auf Musik, also Musiker spezialisiert. Der versichert so Orchester, europaweit. So, wo finde ich Musiker im Netz? Wir sind auch bei Xing, der eine oder andere, bestimmt. Aber wir haben lange gesucht in Foren, wo sich diese Leute bewegen. Und da macht er sehr gute Geschäfte. Er hatte vorher schon gute Geschäfte gemacht, aber jetzt macht er wahrscheinlich noch bessere Geschäfte. Also, wenn Sie sich nach dem Kanal richten, dann müssen Sie sich dem Kanal unterwerfen. Denn das ist der negative Touch. Der Vorteil ist einfach für Sie, Sie melden sich bei Xing an und schon geht's los. Oder Facebook, das ist ja eigentlich heute ganz einfach. Sie haben direkt einen Account, Sie können ein Bild hochladen und dann geht's eigentlich los. Da sind Sie mittendrin, können sich in eine Gruppe anmelden und schon startet das Ganze. Das erfordert für Sie überhaupt gar keine Kompetenz. Das macht es ja auch so angenehm, dass die meisten Leute sagen, ah, ich brauche gar nicht groß nachdenken, ich mache da einfach mit, ich mache Social Media. Und Sie fragen sich dann irgendwann mal in einem Jahr, in einem Monat oder in 5 Jahren, wo ist denn mein Return of Investment, wenn ich da aktiv bin? Was habe ich denn davon? Weil ich kenne ja die Makler ganz gut und jeden, mit dem ich rede, sagt immer, da kommt ja eh nichts bei rum. Natürlich kommt da nichts bei rum. Wenn Sie es so machen, funktioniert es auch nicht. Der Nachteil der Kanäle, wenn Sie sich nach dem Kanal richten, ist, dass viele Kanäle, insbesondere auf Xing jetzt mittlerweile, die haben die ganze Maske geändert, die haben ganz viel im Hintergrund gemacht, viele Networker, wie ich auch, verschwinden da so langsam aus dem Markt. Jetzt haben sie, letzte Woche war die Demexco in Köln, jetzt haben sie die Werbekampagnen eingeführt, weil sie die Leute wie mich dann auch halten wollen, weil sie haben also viele Funktionen für uns eingeschränkt, die es wichtig macht für sie, Zielgruppen auszuselektieren. Sie wollen ja nicht mit der Gießkanne Ihre Produkte reinschicken ins Netz, sondern sagen vielleicht, ich habe das Thema Musikinstrumente, haben Sie haben vielleicht Pflege, der andere hat BAV. Also Sie wollen gezielt Leute ansprechen. Die Kommunikationsleistung ist oft eingeschränkt. Das ist bei Xing zum Beispiel, die hat die beste Suchmaske aller Social Media Kanäle, aber sie hat das schlechteste Ergebnis. Warum? Wenn Sie jetzt zum Beispiel Schreinereien, Geschäftsführer von Schreinereien suchen, von mir aus bundesweit, dann kommen da vielleicht 2800 Ergebnisse. Dann wird Ihnen Xing aber nur 300 anzeigen. Mehr gibt es nicht. Und wenn Sie nur die Basismitgliedschaft haben, dann haben Sie nur 10. Also mit Premium haben Sie zumindest 300, aber Sie kriegen nicht die 2800. Die kriegen Sie nicht. Dazu müssen Sie sich ein bisschen anders aufstellen. Und das meine ich. LinkedIn können Sie nur richtig Dampf aufnehmen, wenn Sie richtig monatlich Geld in die Hand führen nehmen. Es kostet Geld. Facebook genauso. Facebook hat den Ad-Rank eingeführt. Das heißt, Sie können so viel posten in Ihrer Timeline, wie Sie wollen. Es sehen maximal jeder 8., jeder 10. Ihrer Nutzer oder Ihrer Freunde in dem Fall ja Ihre Nachricht, wenn überhaupt. Das regelt Facebook damit über einen sogenannten Ad-Rank, so nennt sich das, weil die natürlich sagen, was interessiert mich, was der Krüger da postet? Wen interessiert es überhaupt? Die machen das fest, wer bei ihnen liked, wer bei ihnen kommentiert, wer mit ihnen diskutiert über ihre Post. Und je besser das ist für sie, also Social Media, wir reden über Social Media, nicht über Marketing, Social Media. Und wenn sie das kapieren, dann machen sie auch Geschäfte. Profiling von Interessen zum Beispiel ist ein ganz großes Problem in vielen Kanälen. Das können Sie bei manchen gar nicht auslesen. Zweiter Ansatz, da wird es schon ein bisschen spannender, ist, wenn Sie sich vielleicht von der Seite ran wagen an Social Media, nicht welchen Kanal nutze ich, sondern wer könnte denn für mein Produkt in Frage kommen? Jetzt sagen die Versicherungsleute, ja, jeder braucht ja eine Pflegeversicherung. Okay. Es ist jetzt ein wenig bei Ihnen natürlich ein bisschen anders gelagert, aber Sie sind vielleicht auch spezialisiert in einem besonderen Bereich. So, und die Frage ist ja immer, wer interessiert sich zum Beispiel, wenn Sie, was Sie, Frau Brugger kommt ja aus Hamburg, wer interessiert sich für Pflegeversicherung in Hamburg? Wenn Sie das wüssten und wüssten, wo diese Leute sitzen, könnten die gezielt mit ihren Botschaften, ihrem Know-how ansprechen. Das wäre doch eine gute Sache. Ja. Und das ist das, was Sie machen müssen. Sie müssen andere Blickwinkel herangehen. Sie müssen einfach, alle, die jetzt mitschreiben,
German BrokerNet stellt alle Präsentationen zur Verfügung. Also Sie können natürlich, und wie Sie es angehen, können Sie zum Beispiel hier rüber machen. Keyword Planner ist das ehemalige Google Keyword Tool. Sie brauchen ein Google-Konto. Das ist kostenlos. Hat den Vorteil, dass Google natürlich dann alles über Sie weiß, aber ehrlich gesagt, wen juckt's? Wenn Sie mitmachen wollen, dann müssen Sie sich auch gewisse Dinge unterwerfen und Google stellt Ihnen halt diesen Keyword Planner kostenlos zur Verfügung. Sie können zum Beispiel Umfragen machen. Macht kein Mensch. Habe ich vor 3 Jahren mit angefangen und habe ganz, ganz viel Informationen rausgesogen aus diesen Antworten. Weil Sie müssen doch wissen, was die Leute für Probleme haben, die Sie dann lösen können. Sie können nicht sagen, na gut, ich habe ein Produkt, schieße es in den Markt und alle sagen, super. Nein, die Leute, jeder hat ein unterschiedliches Problem. Und das können Sie mit Umfragen machen. Die können Sie bei Xing, LinkedIn, die sind eigentlich schon fertig. Die brauchen Sie nur aufrufen, tippen Ihre Botschaft rein, sagen ja, nein, vielleicht und sagen noch ein Fenster, wo die halt sowas reinschreiben können und dann haben Sie eine Umfrage. Das schickt dann LinkedIn automatisch in den Markt raus, den Sie eingrenzen. Wenn Sie sagen, ich brauche nur Köln, Düsseldorf, dann macht das die Plattform für Sie. Gruppen ist auch ein gutes Thema, aber wollen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen. Wenn Sie bei Xing sind, sind Sie vielleicht in einer Gruppe drin, da können Sie auch eine Umfrage reinstellen. Da können Sie einfach so eine Umfrage reinstellen. Stellen Sie einfach mal eine Frage. Sie werden sehen, es werden ein Haufen Leute antworten und Sie ziehen wertvolle Informationen daraus. So sieht das aus, der Keyword Planner. Rufen Sie einfach auf. Also wenn Sie ein Google-Konto haben, kommen Sie automatisch dann auch da drauf. Wenn nicht, müssen Sie eins anlegen, ist kostenlos. Und dann sehen Sie ja hier schon mal, Sie können Düsseldorf die Dinge entsprechend selektieren und wissen überhaupt erstmal, wer interessiert sich denn überhaupt für mich, für meine Botschaft, wenn Sie jetzt Thema X haben. Wenn Sie natürlich mit dem Bauchladen rumlaufen und sagen, ich will alles verhauen, was geht und verkaufen, funktioniert natürlich nicht. Sie müssen sich vielleicht dann erstmal im ersten Schritt social media mäßig in einem Segment positionieren. Aber ich denke mal, das ist den meisten ja auch klar. SurveyMonkey ist auch eine Plattform, hier können Sie Umfragen einstellen. Die letzte Strategie, die ist auch nicht schlecht, das ist die Strategie der kundenorientierte Ansatz. Wo befindet sich denn eigentlich meine Zielgruppe? Und das ist doch die Frage aller Fragen, denn Sie müssen sich eins immer vor Augen halten, wenn Sie etwas in den Markt reinschicken und da passiert nichts und keine Resonanz. Ich kenne ganz viele Internetmenschen, die dort aktiv sind, die haben kein Like, die haben keinen Kommentar, die haben nichts. Posten jeden Tag 7 bis 8 Mal in den Markt. Das habe ich auch gemacht. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe 2 Jahre nur Mist gemacht, ganz ehrlich, bis mir ein Licht aufging. Ich habe gesagt, so funktioniert das nicht. Da habe ich ein paar Leute getroffen, die das natürlich professionell können und habe das dann komplett umgestellt. Es nützt nichts, dass Sie mal einen Link bei Facebook reinschicken. Das sieht keiner. Das interessiert auch keinen. Weil Ihre Freunde, ich habe zum Beispiel bei Facebook am Anfang meine besten Freunde eigentlich vergrault. Ich habe da immer Yippie-Yay reingepostet, ne? Und irgendwann haben die gesagt, ich bin ja schon bei dir versichert oder ich habe gar keinen Bock auf Versicherung. Sind raus. Haben die Timeline so eingestellt, dass sie meine Nachrichten gar nicht mehr bekommen, sondern wir kommunizieren nur noch über persönliche Nachrichten. Aber